Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier in unserer sicheren Höhle und gehen erstmal schlafen. Denn es wird sowieso Nacht. Ja, aber es wird Nacht. Es ist ja noch nicht Nacht gewesen. Schade eigentlich. Moment mal. Wir haben kein Bild, wenn wir hier abspeichern. Wir haben doch schon ein paar Mal hier in der Höhle jetzt abgespeichert auf dem zweiten Slot. Aber, doch, das wird schon klappen. Wird schon funktioniert haben. Vielleicht, wenn wir dann laden, kommen wir dann irgendwo oben raus. Oder wir dürfen nicht vergessen vor dem Ausschalten. Ist das wohl gut hier? Das war scheinbar etwas roh. Noch nicht getrocknet also. Was haben wir denn eigentlich hier noch zum Trocknen? Die sichere Höhle. Und hier haben wir doch noch Fleisch. Wieso essen wir das denn nicht? Das muss ja nicht die ganze Zeit im Inventar sein. Hier haben wir noch frisches Fleisch, essbares Fleisch. Ja, das können wir doch mal hier aufhängen so lange. Bis wir demnächst wieder hier unten sind. Wir müssen sowieso schnell hier runter. Wir müssen... Was war das? Naja, hochkommen oder runter kann ja nichts. Ja, runter könnten sie kommen, wenn sie wüssten, wie das geht. Wir müssen aber sowieso nach draußen... Oh, Moment mal. Das ist ja noch Nacht. Das ist ja noch düstere Nacht. Nee, da gehen wir natürlich nicht nach draußen. Nach draußen müssen wir, um die Seile aufzuhängen, denn wir haben hier ein Seil übrig. Ach so, und wir wollten versuchen, den Schildkrötenpanzer mal hier abzuwerfen, ob der hier liegen bleibt. Ach, damit können wir auch zuschlagen. Das ist ja witzig. Da können wir uns doch bestimmt nicht mit verletzen, wenn wir den in der Hand halten. Denn wir haben da hinten Fleisch hingeworfen und das blieb da liegen. Haben wir den weggeworfen jetzt? Ah, genau wie der Stein. Der ist jetzt weg. Der Stein war auch weg. Oder? Nö, den haben wir im Inventar wieder. Wegwerfen können wir den gar nicht mit G. Na, ist auch egal gerade. So, ach ja, wenn wir noch nicht Tag haben draußen, dann gucken wir, ob wir hier irgendwas herstellen können. Mittlerweile ist es ja so, dass wir durchaus ein bisschen Aloe Vera gesammelt haben, aber noch keine Ringelblumen leider. Aber wir haben hier etwas von der Energiemischung gegessen. Zweimal sogar. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Und jetzt geht's auch kein drittes Mal mehr, meine ich. Ja. Dritte Mal geht. Das dritte Mal geht nicht. Und was machen wir hier mit dem Essen? Hm. Was machen wir mit der ganzen Echsenhaut? Da haben wir noch zwei. Irgendwann reicht's, dann ist es voll. Ja, mal gucken, wie viele... Wie viele Pfeile wir hier aus den Sachen rausbekommen, aus den Federn. 15. Also so gesehen reicht das erstmal. 15. Ja, wir benutzen sowieso die Zwille immer ganz gerne. So, dann können wir also zwei Aloe Veras auch wieder sammeln, wenn wir welche finden oben. Aber so langsam müsste es doch jetzt Tag sein auch. Was machen wir denn hier mit dem kleinen Stück Fleisch? Ach so, ja genau. Da sind wir doch genau richtig hier. Was für eine Frage. So, rein damit. Ach, das kann aber nicht sein. Dann, wie lange haben wir denn nur geschlafen? Wir sind sehr früh schlafen gegangen, ich weiß das noch. Ja, aber wir können ja jetzt nicht... Wir klettern schon mal rauf. Wir können ja nicht jetzt so lange
hier drinnen bleiben. Es ist noch düstere Nacht. Nichts zu machen. Ah, so langsam wird's aber Tag. Dachte ich. Ja, immer mit der Ruhe. Ich wollte mal gucken, wie es so mit unserer Kondition, wie es damit so aussieht. Also nicht vergessen, wir müssen nochmal zurück gleich. Erinnerung an mich selbst. Was leuchtet da? Ach, das ist die Sonne. Ich dachte, die kommen schon. Das wäre ja jetzt sehr, sehr ungewöhnlich. So, dann sehen wir mal zu, dass wir den Schildkrötenpanzer draufkriegen. Nicht, dass wir unterwegs eine Schildkröte treffen, die uns ihren Panzer geben will. Und wir haben keinen Platz mehr dafür. Ja, wirklich schade, dass man nicht mehr Seile tragen kann. Ja, alles, von allem ist es schade, dass man immer nur so wenig davon tragen kann. Aloe Vera können wir auch wieder ein bisschen was nehmen. Hey, was soll das bedeuten? Einen Schuh haben sie ihnen in den Kopf gesteckt. Das ist ein Wanderpfad von irgendwelchen. Wir lassen das mal stehen. Ich möchte mal gerne herausfinden. Wegen dem Schuh im Kopf, was soll das bedeuten denn? Ein Wanderpfad von irgendwelchen. Was sollen wir denn da rausfinden? Ich hätte gerne gewusst, was das bedeutet. Wir müssen noch mal irgendwie sehen daran, dass die vielleicht dann immer hierher laufen. Die markieren ihren Wanderpfad. Hier laufen sie immer her und wenn wir sowas sehen, dann wissen wir, aha, Vorsicht, hier laufen sie immer her. Was war? Ach so, unten war ja noch ein Seil, genau. Wie viele Seile brauchen wir? 19 noch? Nein, 18. Oh, hoppla. Oh, zwei Seile. Hey, hey. Sehr schön. Dann sind aber auch drei. Na, drei Stöcke hier. Ja, was könnte uns das Bild sagen mit diesem Typen mit dem Schuh im Kopf? Ja, oder einfach nur das... die schon mal hier Party gemacht haben. Ach, vielleicht hat das alles gar nichts zu bedeuten. Aber ich glaube schon, wenn sich jemand die Mühe macht, das so zu machen, dass die das sogar hinstellen und verschiedene sogar hinstellen, dann haben die bestimmt irgendwas zu bedeuten. Die Totems von denen. Aber jetzt, doch, das ist immer noch da. Ich wollte schon sagen, aber jetzt scheint es weg zu sein. Nein, da ist es noch.
Hohohoho, 5 nur noch. Oh, das geht ja schneller, als ich dachte. Ein Wildschwein? Nein, ich bin dafür, dass wir das hier erstmal fertig bauen. Uns dann wenn wir vier Seile haben, dann wieder. Dann können wir ja rüber. Schade, dass es hier unten am Zeltplatz keine Seile gibt. Aber wir haben ja nie richtig nachgesehen. Was gibt's denn hier sonst so? Der Tag ist doch gerade... Ja, ist schon eine Weile dran, aber... Hey, wir haben doch da vorne... Ach, ich weiß, wo wir Seile herbekommen. Eigentlich haben wir das immer falsch gemacht hier. Wir warten viel zu lange auf alles. Hier könnten wir doch Seile herbekommen. Hier sind auch überall diese Totems und verschiedene und so. Die haben gar keine Seile. Zwei Hütten haben sie nur hier. Keine Seile. Diesmal. Ein Koffer. Ach, mit Kleidung drin. Oh, wir haben ihn euch geöffnet. Aber die haben auch Wege hier. Ja, die haben Wege, aber keine Seile. Geht nicht? Nein. Aha, mit Fotoapparat. Soll das bedeuten, die beobachten uns? Ja, alles in unsere Richtung. Die beobachten uns. Gefüllter Magen. Essen. Die beobachten uns sogar nochmal. Aber hier ist ja keiner. Ja, und da ist er wieder. Hier heißt's Essen. Das auch. Ja, wenn wir das richtig interpretieren, natürlich nur. Es kann natürlich auch alles was ganz anderes bedeuten. Das sind giftige... Ja. Den haben wir. Hey. Ja gut, dann gibt es eben keine Seile aus dem Dorf. Ich hätte mir Seile hier aus den, ja, aus den Stöckern hier gemacht. Aus der Rinde von den Stöckern gemacht. Zack, Rinde, Seile raus. Naja, ob das so zack geht, ist ja auch noch die Frage dann. Ja, wir hätten die Totems kaputt machen können. Und dann hätten wir das Stoffzeugs da rausholen können. Ja, und daraus hätten wir dann also Seile machen können. 7 mal Stoff gleich ein Seil.
Ein bisschen teuer. Das hätte mir nicht ganz so viel Spaß gemacht, glaube ich. Dann lasse ich lieber die Totems da stehen und guck mal, was daraus noch so wird. Was die daraus noch machen und wie viel da nachher da noch rumstehen. Die haben ganz schön viele von den Fotoapparaten da. Wenn wir das alles so gemacht haben hier mit den Seilbahnen. Och, was ist das denn? Was Neues? Was war das? Eine Katze. Ja. Oder irgendwie wieder... Naja, gut, jetzt haben wir die Haut abgezogen. Das Fell. Na, jetzt gibt's auch keinen Screenshot mehr davon. Schade. Da! Das ist ein... Das ist ein Waschbär. Der einzige Waschbär auf der Insel. Wir haben noch nie einen Waschbären gesehen hier. Und wir haben ihn abgemurkst. Den müssen wir aber behalten. Wenn wir auch sonst nichts behalten, aber der erste Waschbär überhaupt. Ja, da brauchen wir schon ein schönes Bild jetzt. Ich denke, die sind am Fluss. Kann man davon ein Bild machen? Ein Thumbnail? Na, ich glaube, den kriegen wir gar nicht über den Fluss rüber. Nein, ich bin mir sogar sicher, wir kriegen ihn da nicht rüber. Haben wir ja gar nicht versucht. Ja, warum auch? Mit einer Trophäe kommt man nicht über den Fluss. Das hat noch nie geklappt. Ja, schade. Da haben wir zwar keine Pfeile bekommen, aber wir haben den Waschbären erlegt. Also ich bin nicht wirklich stolz drauf, aber irgendwas hat sich bewegt. Das war irgendwie gruselig und erstmal drauf schießen. Was hätten wir getan, wenn es uns angesprungen hätte? Naja, das, was wir immer tun, schreien und wegrennen. Und schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oder was wir dann immer, ich weiß gar nicht, was sagen wir. Ja, so ungefähr. Haben wir denn jetzt irgendwas Schönes im Inventar? Oh, ja, wir haben ganz schön was zu essen bekommen. Roher Hase, rohes Fleisch. Ah, Echsenhaut, Waschbärfell. Waschbär mit Doppel-E geschrieben. Hallo? Ist das richtig? Na, das kann man, das ist ja das, was am Busch wächst. Die Waschbären. Das ist ja kein Schwarzbär oder Grizzlybär oder Teddybär. Das ist ja ein Waschbär. Wusste ich nicht. Ich hätte den mit Ä geschrieben.
Da ist er wieder, der Klugscheißer. Ja, wenn man schon macht, dann kann man doch richtig machen. Also so ein Fehler kann doch keinem passieren, oder? Ja, ich meine wirklich, das ist ja kein Flüchtigkeitsfehler. Finde ich, also so ein Fehler, das hat jemand wirklich nicht gewusst dann. Und das ist doch irgendwie ein bisschen... Ja, ich finde so, für manche Sachen sollte man sich auch schämen. Damit man sie demnächst richtig macht, vielleicht. Also ich finde das unmöglich. Will ich mich jetzt stundenlang und am besten bis zur nächsten Folge noch darüber aufregen? Ich mach doch auch Fehler. Ja, aber sowas doch bitte schön nicht. Oder doch? Also, wie viel Bier muss ich getrunken haben, um dabei einen Fehler zu machen? Keine Ahnung, hier steht ja auch Kill oder Quill auf dem Feuerzeug und nicht Big. Hm. Ja, schon gut. Ja, ja, die dürfen alles. Die dürfen alles, ja. Oder dachte da jemand, das wäre witzig? Das ist nicht witzig, sowas. Das wäre schon witzig genug, wenn da normal Waschbär steht. Boah. Wie kann man denn so pingelig sein? Ja, was? Ich gebe mir auch immer Mühe. Dann bei sowas... Also, nee. Ach so, aber hier. Was steht hier noch? Da stand vorhin auch irgendwas anderes. Das war auch falsch. Das war egal, weil das nicht so... Ah, das kann man ja in der... Wenn man ganz viel und schnell, dann kann man so schon mal was übersetzen. Falsch. Meine Güte, was bist du ein pingeliger Mensch. Das ist ja fürchterlich. Hast du überhaupt irgendwelche Freunde? Kann doch keiner umgehen mit dir. Will doch keiner. Erbsenzähler. Das ist keine Erbsenzählerei. Das ist, man kann sich doch Mühe geben, oder nicht? Finde ich. So, wir sind, liebe Welt da draußen. Ich mache ja nur Spaß. Wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Nicht, dass meine Stimme noch weg ist. Ich möchte noch ein, zwei Folgen machen, bis die Platte voll ist heute. Lieben Dank dafür und Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.